Ein herzliches Willkommen zurück zu Of Orcs and Men. So, wir haben in der letzten Folge hier die ganzen Wettkämpfe bestritten. Wir sind jetzt der absolute Champion der schwarzen Hand und wir haben den Hundemeister erlegt. Das heißt, wir können jetzt Also mit Sarkis gehen wir. weitermachen. Ja. Geh los. Nach dir. Da ich jetzt super gut ausgerüstet bin, dürfte das auch viel besser laufen, schätze ich mal. Da sind wir. Die Kapelle ist gleich dort. Das wird brennen wie Zunder. Ein Höllenfeuer. Und die Schüler scheinen drin zu sein. Der Großinquisitor wird durchdrehen. Ihr solltet leise vorgehen. Ich warte hier auf euch. Der Ork ist gut im Leise Kümmere dich sein. nicht um uns. Geht's los? Endlich werden sie bezahlen. Mit Blut. Hey, reiß dich zusammen. Wir haben eine Mission. Wir sind nicht hier, um in Blut zu baden. Die Inquisition zerstört unseren Glauben und verweigert uns die Existenz. Sie wollen meine Sippe vom Erdboden tilgen. Gib mir eine Harfe und lass mich an deiner Schulter weinen. Oh. Du redest zu viel, Rakash. Ich habe dich gewarnt. Oh. Was? Warte, ganz ruhig! Nein, nein, nein. Bleib ruhig. Du brauchst ihn. Okay, es sollte ihn nicht mehr reizen. Was zur Hölle? Verdammt! Der Kerl ist komplett irre! Ach, der tut mir leid. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Map an. Wie es aussieht, geht's hier. Okay, alles klar, dann wollen wir mal. Hier haben wir was. Was ist mit dir? Wie lange sitzt du hier fest? Mit heute 2 Tage. So liebe ich das. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie weit ich an ihm komme. Sehr weit. Sehr gut. Hey, Akal. Komm. Gut, gut. Der Imperial Lanzenträger hatte ganz schön. Wo waren das Rüstungsbrechende? Ja, mit dem Vorausschalten ist überhaupt kein Problem. Alter! Akel macht so übel Schaden, ey. Fällt mir. So, Attribute. Überlegen. Soll ich den jetzt auf 10 noch bringen? Was machen wir hier? Schmeckt lecker. Was ist das? Das finde ich super, weil der ist schon immer sehr schnell umgekippt, muss ich sagen. Nee, damit schlage ich nicht so auf. So vielleicht. Aber das ist halt meine
Lieblingsattacke. Mächtige Hieb kann nicht unterbrochen werden. Ja, komm. Das ist wichtiger. Und dann haben wir noch mal ein bisschen was in Stärke. So. Weiter geht's. Auf jeden Fall war das sehr cool. Ein Schutz des Champions. Sechs, fünf. Ui. Ist gemein, dass ich das jetzt schon ausgerüstet habe, aber es ist, wie es ist. Was ist denn da? Hier irgendwas noch Schönes? Ja, tschüss, ja. Und weiter. Bitte? Geh lieber mit ihm vor, muss ich sagen. Geil. Weil die waren schon stark, muss ich sagen. Interessieren, ob die hier lang latschen. Da oben schon gesehen, ne? Keine Angst haben. Sie drehen ihn, das ist perfekt. Weiß ich nicht. Ganz vorsichtig. Oh, shit. Von wegen Gefühl. Das war shit. Ja, warte mal. Erst das. Nee. Das. Rüstungsbrechen bitte. Bei dem bitte auch. Klein, gleich hin. Und eine hinterher. Das war's. Okay, prima. Nicht. Was sind die? Hä? Grün heute! Ah, verdammt! Jetzt den, was Rüstungsbrechen kurz drauf. Genau. Alles gut, dann ist er auf den mit Rüstungsbrechen. Alter, der ist so hart. Oh, wo kommt der denn her?
gibt's noch? Hilf! Wohin geht er denn? Ist da oben auch leer? Kann natürlich sein. Mach mal das hier. Ah, so ist es. Lump. Naja, gibt der das auch tot. Dasselbe nochmal. Jetzt geht's ab. Jetzt verpiece ich dich mal lieber. Alter, mit einem Schlag hat er mich umgebumst. Nicht in Ordnung. So, jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo ich bin. Irgendwie vom Gefühl. Ah doch, ich weiß, wo ich bin. Wieso ist diese Musik noch da? Diese Kampfmusik? Ich will mal hier oben noch hoch, ob es da was gibt Schönes. Dann lauf du mal vor. Ich will immer springen. Okay. Netter Kampf war das. Aber schon wichtig, dass Styx die immer so ein bisschen ausschaltet. Würde ich sagen. Und dann wieder so ein Krieg. Die Musik nervt mich ein bisschen. Kann die denn? Ah, das lasse ich mal. Ja, ja, halt der Mund. Aufpassen. Wo bin ich jetzt? Ist nicht mehr weit. Also ich würde jetzt gerade erstmal noch gerade auslaufen, würde ich sagen. Oh, das ist ein blöder Hund. Hör auf mich zu schlagen. Aber einige jetzt. Und du machst mal lieber noch so einen kleinen. Da. Da, da. So. Da bist du unter. Der ihn mal in Ruhe lassen. Dann muss ich mal so ein schöner Schlag. Umschlag, glaube ich. Das hat sich gelohnt. Schwerer. Du, dann machst du mal den hier. Nee, nicht hier, auf den. Den. Würde ich sagen, Arkeil, hilfst du ihm lieber? Nee, was mache ich denn? So. Überschlägt nochmal. Oh, und das auch gleich Akku. Komm mal ein bisschen zurück.
Komm zurück! Alter Scheißendreck! Das war so dumm und unnötig vor allem. Aber der ist so wütend. Der macht ihn halt nicht platt. Der zerfetzt die so übel. Das ist richtig geil. Haben wir uns beruhigt? Na gut. Das habe ich jetzt gesagt, geradeaus, gell? Ja, ja. Na, wie wird's lang gehen? Jetzt erstmal hier. Müsste eigentlich keiner mehr sein. Zwei Handelspunkte. Dicker, geh weg! Nochmal zwei Handelspunkte, gut. Hat sich gelohnt. Gehen wir hier schnell rein. Hier ist nichts Besonderes, okay. So, dann sind wir fast schon da, hä? Dein Cousin? Ja, sie haben ihn gestern eingesperrt. Es macht mich krank, sie hier zu beschützen, während sie ihn rösten. Was hat er getan? Zwei Fässer geschmuggelt. Das ist doch gar nichts. Null Toleranz. Selbst der Anführer wurde ausgefragt. Es sind nun schon Stunden. Was machen die da drin? Sie beten für ihre Seelen. Tja, klar. Grün heute! So, schnapp ihn dir. Alter! So geil. So, dann sind wir da. Machen wir es einfach. Wir können das benutzen. Wir gehen mit den Fackeln herum und zünden alles Brennbare an. Die Tür. Sie muss brennen, damit sie nicht heraus können. Achso, ich hab schon gedacht, du willst jetzt da reinplatzen. Ziemlich erbarmungslos, oder? Wir enden an der Tür und verschwinden. Bin gespannt. Klappt das wirklich so? Ja, sieht gut aus. Mitleid müssen wir nicht haben. All die Schreie. Hörst du das? Ja, lass sie kreischen. Was ist, wenn der Hass so groß ist, ne? Oh, shit. Okay, das hier ist haben wir also die Grünen heute, die unsere Miliz überfordert haben. Oh, shit, 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 shit. Die Jagd ist vorbei. Oh, oh. Was habt ihr getan? Die Schüler! Sie rösten, Arschloch! Meine Schüler! Tötet sie! Okay, ist er nicht dabei? Okay, mal gespannt, was die drauf haben. Sind alle Schwertkämpfer? Halt, stopp, stopp, stopp. Anhänger, Anhänger. Wir haben mehr Stärke. Ich glaube, auf die zuerst. Du schnappst dir auch den.
Warte mal, und du machst mal einen kurzen Rundumschlag. Genau. Gibst dir ihm eine mit. Du schnappst dir Rosso. Oh, das ist ein Pipi-Kampf. Aber gleich ist wieder mein Kumpel wütend. Das heißt, ich verpiesel mich hier. Und nochmal. Na also, das war doch gut. Hierher, schnell! Aber sicher doch! Geil, entkommen. Bin mal gespannt, ob der da jemanden retten kann oder nicht. Tatsache. Oh oh. Okay, der ist sauer. Glaube ich, ein bisschen ist er sauer, ja. Ah ja, so viel wie möglich heimlich zu machen. Gute Arbeit. Nun bin ich dran. Sobald ihr bereit seid, gehen wir runter. Wie gehen wir runter? Überdenkt eure Schritte. Es gibt kein Zurück. Wenn ihr in der Kanalisation seid, geht's zur anderen Seite der Mauer. So einfach ist das. Ah, bin ich nicht mehr, zur schwarzen Hand durch. Okay, also dann schwätzen wir nochmal schnell mit allen. Gut, euch wiederzusehen. Eure Mission war nicht einfach, aber ihr habt sie gut gelöst. Sieht so aus, als hätten sich die Bastarde der Inquisition nass gemacht. Es gibt Leute, die einen Nutzen daraus ziehen. Sprecht mit Fuchs. Das machen wir dann auch gleich. Ne, wir reden erst mit ihm, ne? Du hast die Inquisition hart getroffen. Gut so. Noch besser ist, dass einige von uns entkommen konnten. Sprich mit Fuchs. Sie weiß mehr als ich. Okay, Fuchs. Nun, Jungs, ihr habt da draußen ganz schön Wind gemacht. Ihr seid aber nicht die Einzigen. Es gibt noch einen Blutkäfer da draußen, der ganz schön Wirbel macht. Cool. Ein Blutkäfer? Erzähl! Wie ich gehört habe, wurde er gefangen. Aber als ihr im Pass aufgeräumt habt, ist er entkommen. Sicher, dass es ein Blutkäfer ist? Es ist mein Job, solche Dinge zu wissen. Er hat ein paar Sklaven befreit und jene, die nicht wieder eingefangen wurden, sprachen von ihm. Wie auch immer, er sollte sich lieber aus dem Staub machen. Die Inquisition ist hinter ihm her. Die Jagd hat begonnen. Ich kann nicht zulassen, dass sie ihn wie ein Tier jagen. Bring mich zu seinem Versteck. Ganz langsam. Ich kann euch bis zur Hütte bringen, bei der er zuletzt gesehen wurde. Aber danach... Ha! Bist du verrückt? Du willst dein Leben für diesen Typ riskieren? Toll, er ist also dein Kumpel. Aber sagst du nicht immer, dass die Mission Vorrang hat? Theoretisch ja. Aber wenn er mit uns kommt, haben wir eine größere Chance, die Mission erfolgreich zu beenden. Wie auch immer. Es ist, wie es ist. Ich werde ihm helfen. Ziemlich gut. Offensichtlich muss ich auf deinen Hintern aufpassen. Der Auftrag muss von jemandem stammen, der mich wirklich hasst. Mist. Ja gut, so hatte ich das ja eigentlich jetzt nicht vor. Du weißt, dass wir gerade in riesige Käfer gehen, ja? Was zur Hölle machen wir hier eigentlich? Wir retten einen Blutsbruder. Ich werde keine ganze Garnison mitschleppen. Einer deiner Sorte reicht und das ist schon äußerst kompliziert. Du bist allein, Rakash. Du stirbst vor Einsamkeit. Die Blutkäfer sind eine Familie. Meine Familie. Danke. Du musst mich nicht daran erinnern, dass die Familie Ärger bedeutet. Das wusste ich schon. Keine Familie, kein Stress. Bring mich einfach zu meinem Bruder.
Das scheint der richtige Ort zu sein. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Okay. Ja, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis denn. Tschüss.